Und damit willkommen zurück zu Saints Row Get Out of Hell in der 10. Folge zusammen mit dem Illyria. Hallo und willkommen zurück. Wir machen die Loyalitätsquest von Vlad. I demand retribution for the violation of my home. Scour the slums for those responsible. Ja, okay. Machen wir. Und zwar... Oh, wir haben drei Sachen davon schon erledigt. Die Folge wird sehr, sehr kurz oder wir machen zwei in eine. Machen wir zwei in eine. Das macht ja keinen Sinn. Uiuiuiui. Ja, wenn man solche Mini-Spieler nebenbei, ne? Das ist schon... Damit habe ich nicht gerechnet. Och nein. Und es ist auch noch ein Puppenflug, oder? Von daher, wir sehen uns, wenn das hier vorbei ist. Okay, ja, sogar liebe Zuschauer, den Puppenflug tun wir euch nicht an. Wir sehen uns gleich wieder. Hab's geschafft. Yeah. Hör auf zu fliegen, danke. Ja. Ah, ich hasse diese Mission. Ah Gott, nein. Einfach nur nein. Ah. Ja, haben wir den Quatsch hinter uns. Einmal ab, das wir sehen, nochmal. Das muss man sehen. Die anderen Sachen sind vollkommen in Ordnung, aber das hier... Das ist einfach nur all. Einfach nur langweilig. Ja. Ah, guck mal, ein Höllenflug. Ja, wenigstens was Gutes im Nachhinein. Ja. Okay, das magst du zwar auch. Du magst ja gemein den Flug da und so nicht. Naja, gut. Okay, das Fliegen vorhin war schon wieder besser. Bong, bong, bong. Ich schaff das schon. Denk dran, Höhe gleich Tempo. Ja, ja. Ich hab das schon. So, auf geht's. Wenn ich mag, das ist also. Teilweise gibt es, glaube ich, eine Strecke, die ist echt, echt verwinkelt. Ah, ich glaube, das ist genau die. Und ich finde das. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie klasse. Was ich ja auch. Ja. Was ich ja auch ziemlich komisch finde, ist, wenn du die Checkpoints einsammelst, sind meine Checkpoints weg und ich weiß nicht mehr wohin. Ja. Das war im anderen Teil nicht so. Ja, das haben sie unvertrefft gelöst. Ich weiß auch nicht warum. Kein Wunder, dass du dann total verwirrt bist. Nur nicht die Lava. Höher. Warte, wie hoch denn noch? Sturzflug. Oh, ist das geil. Kann leider kein Looping machen. Nur so eine Teil. Looping, oh, fertig. Wie kein Looping ist. Es ist dann eine, wie heißt das schon? So. Ja, vergessen, wie das heißt. Wenn Looping, ist, ohne dass man sich so auf, ohne dass man auf dem Kopf ist. Das weiß ich gerade nicht. Okay, kehr zu Vlad, so, ja. Gut. Huch! Overlay versehentlich geöffnet. Naja, würden wir theoretisch jetzt, hätten wir jetzt wirklich so gesagt, eine Loyalitätssache pro Folge, hätten wir jetzt 3 Minuten. Oh Gott. Ja. Thanks to you, my name is feared once more. I am in your debt. Okay. Zwillinge. Aber wir haben auch noch... Arkan, da was Neues? Steinplast, Schadensverstärker, ja. Würde ich gerne, danke. Bei allen Feinden, die in Stein verwandelt wurden, wird apokalyptischer Schaden verursacht. Schwächer Gegner zerfallen zu Staub. Nice. Stampfer gibt's was Neues. Maximaler Blast. Verbessert den Gewaltstampfer, sodass er fast alle Feinde und große Fahrzeuge trifft. Nee, Aura. Aua. Ich glaube mal, nämlich durch Lohnung. Ja, schaffen. Ja. Wir könnten jetzt noch hier Sachen für unsere Kräfte holen. Ich bin gerade schon mal in Zwillingen. Wo bist du? Noch nicht da. Bin noch nicht deaktiviert. Ah, okay. Was mit den Schokoladen? Okay, kam bei mir nicht an. Seelenblast, Alter. Was ist denn Seelen? Oh Gott, okay. Das ist ein bisschen weit weg. Ja. Ja.
on to the next one. Maybe I should try blasting it. Okay. Was ist das Ding? Was ist das hier? Oh. Oh. Was denn? Es gibt uns eine Sache vom Blast. Hey, looks like you kicked the dust off one of those ancient altars. Denke auch. Whenever you find the right power to activate one of these things, and let's be honest, you have four to choose from, it's not rocket science, you'll be imbued with the new arcane element for that power. Sounds too good to be true? Well, it kinda is. Once you steal the power from the altar, a bunch of guardians will appear and try to kill you. But if you use your new power to clear them out, it's yours to keep. Jetzt müssen wir die neue Kraft einsetzen, um sie zu töten. Okay. Okay. Now you can send vengeful souls screaming at your enemies. Don't worry too much about aiming. The souls will know where to go. Es ist... Oh mein... Bitte was? Das sind nur sowas wie Blitzwerfer. Ja, das ist... Das ist cool. Man kann auch mehrere, glaube ich, einsetzen. Jetzt, oder, ne? Ja, im Moment habe ich nur einen gewissen Cooldown. Warten, dass ich die neuen nächsten abfeuern muss. Wir müssen ein paar noch töten. Wir müssen halt eben warten, bis die tot sind, bevor wir es wieder einsetzen. Oder so. Ja, noch einer. Danke. Stirb. Gott. Ja, schön, dass wir so viele Wellen jetzt damit erledigen müssen. Und sonst nichts machen können. Oh ne, wir können schon... Geht ein paar weg, danke. Wir müssen ihn nicht mit der Kraft besiegen, okay? Warum wurde es denn da gerade gesagt? Einfach so töten reicht auch. Nee, also ich kann nur die Kraft auswählen. Du kannst aber noch mit anderen Waffen töten. Ja. Total, nur diese verdammten Maschinengewehre überall. Ja. Sterben. Seid brave Bösewichte, sterbt! Ist besser für den AOE. Ja. Ja, zum Altar zurück. So, lass mich ran, jetzt kann man dich verbessern. Elementseelen. Arkan. Och, sieht auch nicht so weit. Ja, gut. Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Bringt es dann auch noch weit ein Reich. Ja, ja, wir haben es geschafft. Man kann die jetzt auch noch verbessern. Versucht noch mehr potenziellen Schaden. Ist noch stärker, vor sind Schaden doppelt. Und springt auf einen anderen Feind in Reichweite über. Es interessiert mich nur noch das herumliegende Geld. Ja, doch sowieso. Ich glaube, wenn du es einsammelst, krieg ich es auch oder. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Start des Höllenflugs, okay. In 600 Meter. Also normalerweise kennt man es ja so, dass man grundsätzlich versucht, ein Fahrzeug zu kriegen, um schnell von A nach B zu kommen. Aber in dem Spiel ist es so, das Fahrzeug ist das lahmarschigste Verkehrsmittel der Welt. Dann nimmst du doch lieber deine Teufelsflügel oder deine Teufelsschlingen. Schwingen? Genau, schwingen. Um damit. Genau, Teufelsschwinge. Teufelsschlingel. Schlingel, oh, Hiski. Du deine Schlingel immer. Hey, und wieder dieser Quatsch. Och. Verfolgt mich einfach. Versuch's zumindest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Höher, 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 höher. Ja, wo? Wo? Ah. Oh mein Gott. Okay, ich hab... La 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 la. Komm höher und... Oi. Oh, ich glaube, ich bin falsch, ja. Gott. Ja, das... Oh Gott, ja, das war das... Ja, hier ist es total verschlungen. Also, gut, dass dir nicht vorgegeben wird, wie viele Kugeln du maximal einsammeln musst, um das zu erreichen. Du musst nur die Hauptdinge da machen, das ist alles. Das andere seitdem bringt dir nur Ausdauer oder neue Flügel. Die Aufgabe ist öde. Ich find's so cool.
wir haben nur Silber. Nein. Oh, kein Gold. Schade. Ja, weil ich habe zwei Fehler gemacht. Kein Wunder. Das meine Schuld. Tut mir leid. Das hätten sie ein bisschen anders lösen sollen. Das war doof. Ja, gut. Was geht jetzt? Stimmt, ich habe jetzt nur noch zwei Level vor mir. Da bin ich maximal Level. Ja, ich nicht. Ich bin gerade mal. Ich bin nur noch Level 16. Boah, gut. Start des Überlebens, sagt das schon wieder. Dann auf und davon. Immer knapp über der Straße. Das ist so. Vor allem, wenn man so knapp über der Straße rüberfliegt, das ist einfach so geil. Über den Straßen. Scheint die Grenzen wohl freiheitlos nicht. Oder sowas. Oh, wieder Wellen, okay. Scheint die Freien wohl grenzenlos zu sein. Da scheinen die Grenzen wohl freier zu sein, ja. Geh. Oh. Hab ich noch einen Schuss gebraucht. Hier kriegt er ein paar. Imps. Ja auch. Das sollte man schnell schaffen. Ja. Bisschen. Piu, 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 tot, 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 tot. Dann war's das. Großartig, mehr Dämonen. Ja, logisch, wir wollen ja auch gegen die kämpfen. Und es würde nichts bringen, wenn wir gegen die Seelen nur kämpfen würden. Eben. Die geben die Kills nicht, die wir unbedingt brauchen. So. Aura. Aura, Aura. Aura. Mehrfach Kill, jawoll. Ich hab dir geholfen. Danke. Und fataler Bereich. Ah, wisst ihr was? Wir schmeißen jetzt auch noch die. Nee, das ist jetzt noch der Verteiler Bereich und das war's dann. Wir werden. Und das ist, glaube ich, noch der letzte Verteiler. Ich glaube, wir werden auch die letzte Loyalitätsquest einfach mit reinschmeißen. Aber eine kurze Folge, eine längere Folge, passt schon. Wir sind ja hier gerade schon entsprechend zugange. Ich bin ja gerade hier im Turm. Ja. Was krass, das ist das, was ich gerade gemacht habe. Ja, ja, ich weiß. Ich habe zugehört. Ich habe das nur nochmal bestätigt. Nee, ich meine, warum du genau zu meinem Fleck gegangen bist, das hab mich jetzt gerade gewundert. Versuche jetzt mal alle roten Punkte hier zu töten? Zu zerstampfen. Vergiss das, die spawnen immer wieder. Ja, ich weiß. Du musst die Dreiecke zu Vierecke machen. Und dann. Ne? Ja. So, schön viel Spaß damit. Ich schaff das schon. Ach so, knapp. Ich schaff das schon, hört auf mich zu unterbrechen. Du da, geh weg. Danke. Stirb doch mal endlich, du Arschkrampe. Konvertiert. Ich bin nur noch deiner. Weiß ich, mach drei und du machst in der Zeit ein. Ja, ich wurde angegriffen. Ich konnte nicht eher. Schlecht. Echt schlecht bist du. Das musst du gerade sagen. Ich hab drei gemacht. Ich hab gekämpft. Ich hab auch gekämpft. Ach, du bist so chillig zu den Punkten hingelaufen. Nö, ich hab auch gekämpft. Nein, du hast gechillt. Ich hab einen Videobeweis. Du hast gechillt. Ja, klar. Hui. Hallo, kann ich mich wiederholen? Dankeschön. Du stirb, bitte. Was denn? Warum ist sie über uns? Wirbelwind. Hä? Was macht der denn da oben? Hä? Wo ist der? Ich weiß nicht, der ist irgendwo weg. Der ist in der Decke. Was? Ja, wir müssen mal woanders hin. Komm mal zu mir. Ist der mal zu uns teleportiert. Ja, der ist. Jetzt ist er wieder da. Keine Ahnung, der hat sich irgendwie in die Wand reingeglitscht oder. Was ist denn gerade mit dem Fall? Ich sehe ihn nicht. Der glitscht ja rum. Jetzt bin ich ja hier. Okay. Was zum Geil?
Hier, ich nehme deine stärkeren Sachen. Huch. Ich schaff das schon. Irgendwann mal. Geht. Ah. Ich habe ihm das Gnadenschüsschen gegeben. Oder meine Fliegenbombe. Oder so. Meiner, ich erobere es. Du hast schon einmal deinen Spaß. Ich hab den Spaß öfters. Ja, das merke ich schon. Du rennst immer vor. Rennst du da vor? Ja, ist so. Aua. So. Noch einen Höllenflug? Ne, noch einen Höllenflug müssen wir noch machen. Gut. Hat mich nicht gerade schon einen Höllenflug? Der Mops ist nur da. Oh Gott, da oben. Heilige Scheiße. Okay, gut, dass ich an die Wand hochrennen geskillt habe. Weil hätte ich jetzt keinen Bock hochzufliegen. Das wäre zu nervig. Lass mich doch. Danke. Gerade wieder runtergeflogen. Tja, es geht schneller, als man gucken kann. Fällt schneller runter, als du hochkommst. Ja, das sowieso. ASX, okay. Gut, dass da nicht SEX steht. Ah. Iski! Boah, du schwer denkst. Das ist unglaublich mit dir. Du denkst immer nur an das eine. An Zocken, ich weiß, tut mir leid. Muss ich jetzt lang? Gott, Alter, die Punkte sind so scheiße platziert. Wo sind wir überhaupt hin hier? Immer zu dem mit dem Sternchen. Oh, das ist verwinkelt. Oh Gott. Ich erwarte die ganze Zeit eins, was er dem durch eine ganz gewisse Stelle führt. Bisher kommt das die ganze Zeit nicht. Das wundert mich. Hm. Ich glaube, das kommt dann bei... Wer denn noch? Blackbeard hatten wir. Shakespeare haben wir. Die Zwillinge haben wir noch. Oh, wer gab's denn noch? Scheiße. Wer war die vierte Person? Hm. Gut. Fällt mir jetzt nicht ein. Ja, ich denke mal, dass die Loyalitätsaufgabe vom letzten aber auch nicht wirklich lang gehen wird, weil wir auch schon ziemlich viel gemacht haben. Ja. Das ist ja auch die letzte. Stimmt. Wow. Die Zwillinge sind die letzten. Blackbeard, Blatt, Zwillinge. Oh, wer waren das noch? Wer war das denn noch? Gab da noch jemanden? Blatt, Zwillinge, Blackbeard. Blatt, Zwillinge, Blackbeard. Wer war denn die vierte Person? Weiß ich nicht. Weiß ich gerade nicht. Ich bin bei den Zwillingen gerade. Wo bist du? Ja. Hier direkt um die Ecke. Hi. Hi. Runter vom Tisch! Was hast du für ein Benehmen? Wer war das? Scheiße. Stimmt, jetzt sieht man auch, was man alles mit welchen Waffen machen kann. Auch nochmal Geld. 7 Todwaffen, ach so. Oh Gott, hier gibt es echt viel zu machen, das ist krass. Aber ich würde sagen, das ist was für die nächste Folge. Wir werden sehr schwer im Ende angekommen. Vlad Blackbeard. Den war es ja nicht, oder? Vlad Blackbeard Shakespeare. Eine Fresse. Gut, ja, ich würde sagen, das war's für die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Schaut bei Illyria vorbei oder schaut bei mir, Hiski, vorbei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu der letzten Saints Row Get Out of Hell Folge. Bis dahin. Kirio. Ihr habt's gehört, liebe Zuschauer. Die nächste Folge wird die letzte schon sein von Get Out of Hell. Das geht ja wirklich schnell diesmal. Wirklich verdammt schnell. Ja, ich selber finde es sehr bedauerlich, weil ich mag diesen Teil Get Out of Hell wirklich sehr. Ich finde diese ganzen Flugeinlagen richtig gut gemacht. Alter. Aber auch von mir erstmal, das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.